Hallo. Schönen guten Abend. Wie ihr an dem Kollegen rechts von mir sehen könnt, ist es mal wieder Oscar-Zeit. Und bei mir ist es eigentlich schon eine Tradition, seit jetzt knapp 15 Jahren, 16 Jahren, die Oscars eigentlich immer zu schauen. Live, nachts, 2 Uhr bis 6 Uhr morgens oder vielleicht sogar noch länger. Und in den letzten paar Jahren habe ich das immer versucht, irgendwie live ein bisschen zu kommentieren oder zu begleiten. Das habe ich bisher immer auf meinem Blog gemacht. Mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und diesmal dachte ich, gut, wie machen wir das diesmal? Weil du ja in letzter Zeit so angefangen hast mit Livestreaming, machst du dann 6 Stunden Livestream mitten in der Nacht. Finde ich dann doch ein bisschen übertrieben, vor allen Dingen mit Hinblick auf meine Nachbarn. Twitter wird es diesmal sein. Ihr seht hier unter mir meinen Twitter-Namen und den Hashtag, den ich benutzen werde. MoosCars. Ja. Sehr clever, ich weiß. Und werde das da ein bisschen kommentieren. Und der Grund, warum ich da noch einen eigenen Hashtag dazu packe, ist einfach der, dass die Leute, die vielleicht auch nachts die Oscars schauen wollen und Kommentare abgeben wollen, die mich natürlich brennend interessieren, die könnten das ja vielleicht auch mit dem Hashtag noch versehen und dann können wir uns da ein bisschen austauschen. Was soll das Video hier? Das Video soll ein bisschen dazu dienen, dass ich bisher dann immer auch in meinem Blog meine Oscar-Tipps gepostet hatte. Diese Liste ist allerdings immer sehr lang und dann habe ich überlegt, okay, markiere ich noch ein bisschen, welche Filme ich überhaupt gesehen habe, welche ich picken würde, welche ich denke, wer gewinnt. Da dachte ich mir, jetzt ist vielleicht doch Videoform ganz angebracht, um das ein bisschen besser erläutern zu können, ein bisschen über die Filme zu reden vor allen Dingen. Ich bin so gut wie schon lange nicht mehr vorbereitet auf die Oscars. Ich habe von den 10 Nominierten für den besten Film, habe ich glaube ich 8 gesehen. Ich glaube 5 oder 6 davon habe ich heute und gestern noch nachgeholt. Das heißt, wir würden jetzt einfach mal ein bisschen die Nominiertenliste durchgehen und ich erzähle ein bisschen meine Gedanken dazu. Ihr könnt gerne kommentieren, wenn ihr anderer Meinung seid oder was eure Tipps sind. Ansonsten sehen wir uns dann heute Abend bei Twitter. Jo, gucken wir mal die Liste an, die wir hier haben. Ist auf der Academy-Seite natürlich streng alphabetisch sortiert, um dann nicht irgendein Gewicht unten zu bringen, welche Kategorie wichtiger oder unwichtiger ist. Actor in a Leading Role, also männlicher Hauptdarsteller. Da haben wir Timothy Calamet für Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis, Phantom Thread, Daniel Kaluuya für Get Out, Gary Oldman, Darkest Hour und Denzel Washington in Roman J. Israel Esquire. Von der Liste habe ich die oberen 3 gesehen. Ganz ehrlich, Denzel Washington, toller Schauspieler, aber von dem Film habe ich bisher noch nichts gehört, außer im Zusammenhang, dass der irgendwie für die Oscars nominiert ist. Glaube ich, hat keine Chancen. Daniel Kaluuya in Get Out war ein ziemlich überraschender Film, kam so ein bisschen aus dem Nichts, hatte mir auch sehr gut gefallen, aber ich fand jetzt nicht, dass die Hauptrolle da jetzt besonders hervorstechen würde. Bleiben Gary Oldman, Daniel Day-Lewis und Timothy Chalamet. Call Me By Your Name habe ich vorhin gesehen. Ich fand den mäßig. Der lebt, also es ist ein, wer jetzt gar nichts damit anfangen kann, das ist ein, was soll man sagen, ein Melodram vielleicht, was so dem Queer Cinema zuzuordnen ist. Story ist grob, wir haben da eine, sagen wir mal, gut bürgerliche Familie, die in Norditalien lebt und da über die Sommerferien ein Amerikaner zu Gast hat und zwischen dem Amerikaner und dem Sohn der Familie entspannt sich so eine Liebelei.
Der Film lebt eigentlich hauptsächlich von den Kulissen, weil man guckt den Film und denkt sich die ganze Zeit, wow, da würde ich auch gern leben. Ansonsten sehr unaufgeregt, sehr wenig Konflikt in dem Film. Es lebt eher von den feinen Nuancen, wie da vor allen Dingen der Junge, gespielt von Timothée Chalamet, wie auch immer ausgesprochen wird, so langsam seine eigene Sexualität entdeckt. Angenehm vielsprachig der Film, da wird mal auf Französisch, mal auf Italienisch, mal auf Englisch gesprochen. Ganz kurz kommt auch mal Deutsch vor. Das hat der Timothy schon sehr gut gemacht. Allerdings, ja, der Film ist ansonsten halt so eine Art Indie-Film, klassisches europäisches Kunstkino, lebt nicht sehr groß vom Plot. Der Schauspieler macht das sehr gut, aber hat das so halt dargestellt, wie ich das auch erwarten würde, in so einer anspruchsvollen Rolle. Ich glaube eher, dass es sich zwischen Daniel Day-Lewis und Gary Oldman entscheiden wird. Ich sag gleich noch was zu den Filmen in den anderen Kategorien vielleicht. Darkest Hour habe ich nicht gesehen. Aber man kann, glaube ich, schon so sagen, das ist halt genauso wie damals bei Lincoln mit Daniel Day-Lewis, ist das halt so eine One-Man-Show, die halt von Gary Oldman dann lebt, der halt stark maskiert, versucht, diese Persönlichkeit, diese historische Persönlichkeit nachzustellen. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann nicht beurteilen, wie gut er das macht, aber das Thema finde ich halt auch, das ist halt, wie ich gerade gesagt habe, ne, fast schon ein klassisches Oscar-Ding, weswegen ich auch nicht ausschließen würde, dass Gary Oldman den Oscar bekommt. Mein persönlicher Pick und was ich auch glaube, was die Academy auszeichnen wird, ist Daniel Day-Lewis in Phantom Thread, beziehungsweise Der seidene Faden. Ein Film, in dem Daniel Day-Lewis ein, ja, wie soll man sagen, Modezar spielt, der sehr eigen ist, ganz viel Kontrolle braucht, alles muss nach seinen Regeln laufen und der holt sich eine neue Muse ins Haus, die Alma, die sozusagen aber ihn mehr oder weniger zähmt. Sie zähmen sich gegenseitig. Ist jedenfalls eine sehr interessante Entwicklung und Beziehung zwischen den beiden. Und Daniel Day-Lewis, muss man glaube ich nicht mehr viel sagen. Der Typ ist einfach ein klasse Schauspieler. Spielt nicht in vielen Filmen mit, wird fast jedes Mal für einen Oscar nominiert. Hat ihn auch schon zweimal, glaube ich, bekommen. Und hätte ihn auch für diesen Film super verdient. Ja, also, es ist ein relativ ruhiger Film, der halt super stark von kleinen Gesten und Blicken und sonst was lebt und das kann der einfach, der kann mit einem relativ starren Gesicht super viel aussagen und macht halt diese Beziehung super spannend. Deswegen mein Pick, wer gewinnen wird und auch wen ich persönlich wählen würde, Daniel Day-Lewis für Der seidene Faden. So, Actor in a Supporting Role, also bester Nebendarsteller. William Dafoe, The Florida Project, nie gesehen, nie gehört. Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Richard Jenkins, The Shape of Water, Christopher Plummer, All the Money in the World, Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Zweimal der gleiche Film für den besten Nebendarsteller. Fand ich schon sehr interessant, als ich die Nominierungen gehört hatte. Hacken wir das mal schnell ab. All the Money in the World habe ich nicht gesehen. Das ist, glaube ich, der neueste Ridley Scott-Film, der dadurch bekannt geworden ist, dass Christopher Plummer hier unseren allseits beliebten, na, what is his name? Ne, ihr wisst schon, Hauptdarsteller von House of Cards, der jetzt wegen alten Belästigungsgeschichten eine Persona non grata geworden ist in Hollywood. Es fällt mir denn jetzt der Name nicht ein. Naja, Kevin Spacey. Der wurde sozusagen kurzfristig nachträglich rausgeschnitten aus dem Film und wurde durch Christopher Plummer ersetzt, der jetzt prompt eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Das ist natürlich recht interessant.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ganz großartiger Film, kann ich jedem ans Herz legen. Das ist der, lasst mich lügen, ich hoffe, wirklich der dritte Film von Kevin McDonough, meinem Vornamen nicht ganz sicher, der vorher Brügge sehen und sterben, ganz großartiger Film gemacht hat, und Seven Psychos, der ein bisschen, naja, konfus ist. Aber das hier ist fast gleich auf mit Brügge sehen und sterben. Und so toll Woody Harrelson immer ist und unterhaltsam, ist Sam Rockwell in dem Film wirklich ganz große Klasse. Spielt einen Charakter, den man am Anfang für fast schon comicartig überzeichnet hält, so ein Dovi im Grunde, der aber im Laufe des Films zu einer richtig tragischen Figur heranwächst. Und Sam Rockwell sowieso schon immer klasse und in dem Film meiner Meinung nach, und ich glaube auch von der Academy, wird der als bester Nebendarsteller ausgezeichnet werden. Richard Jenkins zu Shape of Water sage ich gleich noch was, ist cool in dem Film, aber hat jetzt nicht so die super tragende Rolle. Genau. Actress in a leading role, beste Hauptdarstellerin. Sally Hawkins in Shape of Water, Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie in I, Tonya, Saoirse Ronan, weiß ja Geier, wie dieser Vorname ausgesprochen wird, für Lady Bird, und Meryl Streep in The Post. Es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass Meryl Streep den Oscar bekommen wird. Ich habe The Post nicht gesehen. Aber dafür, dass Meryl Streep ja immer nominiert wird, wenn sie irgendwo mitspielt, und die macht das bestimmt auch großartig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, den hat Steven Spielberg ja in relativ kurzer Zeit mal eben zwischengeschoben, zwischen seinen anderen Projekten, dass sie dafür jetzt den Oscar bekommt. Dafür habe ich jetzt auch zu wenig Buzz um den Film oder um sie gehört. Die Wahl ist aber sehr schwierig. Shape of Water, einer meiner absoluten Instant-Lieblingsfilme. Ich habe den gestern gesehen und war halt hin und weg die ganze Zeit von allem Möglichen, was ich da gesehen habe. Sally Hawkins, die ich eigentlich vorher in der Hauptrolle nur in Happy-Go-Lucky gesehen hatte, und den Film fand ich furchtbar, auch wenn er bei den Kritiken überall gefeiert wurde und alle den großartig fanden. Ich habe mich da die ganze Zeit nur aufgeregt. Ich muss den eigentlich normal sehen, einfach um zu gucken, warum ich so eine fiese Meinung von dem Film habe. Aber hier in dem Film ist sie halt ganz großartig. Total interessanter Charakter, der haarscharf ein bisschen am Klischee vorbeischrammt, aber einfach durch die Schauspielkunst das super interessant macht. Frances McDormand in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Frances McDormand, auch ganz tolle Schauspielerin, bekannt aus Fargo unter anderem, die hier eine sehr resolute Figur spielt, die halt auch mit minimaler Gestik und Mimik zu überzeugen weiß. Aber im Endeffekt ist es Frances McDormand, die ihr Ding durchzieht, und es ist eher die Rolle als jetzt ihre Fähigkeiten, die das so hervorheben. Das macht eher das Drehbuch, dass man die Figur besonders interessant findet. Tja, und I, Tonya habe ich nicht gesehen. Margot Robbie wird aber total abgefeiert dafür, für die Rolle, die sie da hat. Gute Möglichkeit. Lady Bird, so eine Art Juno, nur in noch weniger Hollywood und noch konsequenter Indie. Fand ich nicht die stärkste Figur in Lady Bird. Sie macht das gut, aber sie war nicht der Grund, warum ich da emotional an ein, zwei Stellen wurde. Ja, das heißt also entweder Sally Hawkins oder I, Tonya. Da ich I, Tonya nicht gesehen habe, nämlich picke ich persönlich Sally Hawkins, Shape of Water. Schätze aber mal, dass Margot Robbie, die ja so ein bisschen Hollywood-Liebling ist, für diese Hauptrolle einer Eiskunstläuferin, die ihre Konkurrentin die Beine brechen lässt oder ähnliches. Ich denke, dass Margot Robbie den Oscar kriegen wird. Actress in a Supporting Role. Mary J. Blige für Mudbound, was glaube ich ein Netflix-Film ist, den ich nicht gesehen habe.
Könnte ich zwar, aber habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Bisschen schwereres Thema. Allison Janney Aetonia. Ich spiele, glaube ich, die Mutter von der Tonya. Und soll das auch sehr toll machen, wie ich gehört habe. Leslie Manville in Phantom Thread, also seine Faden, spielt die Schwester vom Daniel Day-Lewis-Charakter Reinhold Woodcock. Toller Name übrigens. Sehr gute Rolle, war auch ein bisschen überrascht, dass die so häufig dann so prominent von der Kamera eingefangen wird. Ist, glaube ich, auch Theaterschauspielerin hauptsächlich, was ich so gelesen hatte. Laurie Metcalf in Lady Bird spielt die Mutter von der titelgebenden Hauptfigur Lady Bird. Und sie war der Grund, warum ich ein, zweimal emotional geworden bin bei dem Film, der mich sonst nicht so stark überzeugt hat. Und Octavia Spencer in The Shape of Water. Nein. Also, tolle Rolle und sie macht das auch gut, aber ich finde das charakterlich jetzt nicht besonders tief, dass man da irgendwie beeindruckt sein müsste von Frau Spencers Leistung. Schwierig. Ich würde tendieren zu Laurie Metcalf, weil die da eine sehr schwierige Rolle hat von einer Mutter, die halt vordergründig erstmal nur nervt, aber wo man dann ganz subtil so im Gesicht dann immer ablesen kann, was so ihre wahren Gefühle sind oder auch nicht. Ist ja eine Interpretationssache. Allison Janney, wenn ich Tonya gesehen hätte, vielleicht, aber so ist mein Pick und meinetwegen auch den der Academy, Laurie Metcalf. So, Animated Feature Film. Gut, bester animierter Film. Da muss man eigentlich gar nicht großartig drüber nachdenken. Ich habe keinen der Filme gesehen, aber wenn Pixar nominiert ist, dann bekommt Pixar auch den Oscar und das ist in diesem Fall Coco, ne, dieser mexikanische Totenreich-Animationsfilm, der wie üblich bei Pixar ganz großartig sein soll. Erwähnenswert ist aber, glaube ich, noch Loving Vincent. Müsst ihr euch mal einen Trailer bei YouTube oder so anschauen. Der ist sehr interessant gestaltet, weil der quasi komplett im Stile von Vincent van Goghs Gemälden so impressionistisch gehalten ist. Aber teilweise auch wie Bleistiftskizzen und so. Sehr schicker Stil, gefällt mir sehr, sehr gut. Cinematography. Das könnte ein Aufreger werden bei den Oscars, wenn den nicht Roger Deakins endlich mal bekommt. Ist nämlich nominiert für Blade Runner 2049, ein fantastisch aussehender Film. Nicht zuletzt wegen, weil da auch viel mit Modellen gearbeitet wurde, aber also einen hübscheren Film, glaube ich, gab es 2017 nicht. Der spielt so gut mit den Farben und mit den Kompositionen und sowas, da kann man wirklich jedes Bild ein Screenshot von machen und sich an die Wand hängen. Und Roger Deakins hat das sehr, sehr stark verdient, endlich mal einen Oscar zu bekommen. Ich gucke gerade mal, habe ich das hier gerade irgendwo parat, was der so für Filme gemacht hat. Der hat nämlich schon in sehr vielen Filmen die Kamera gemacht und hat es unverdientermaßen nie bekommen. Wo sind wir denn? Beste Kamera, Roger Deakins. Roger Deakins hat in Filmen Kamera geführt. Okay, schon sein zweiter Film 1984, ne? Also schon ein Klassiker. Barton Fink, Hatzacker, der große Sprung, die Verurteilten bei IMDb, bester Film ever. Dead Man Walking, Fargo, Kundun, The Big Lebowski, Oh Brother, Where Art Thou, A Beautiful Mind. Generell bei den Coen-Brüdern in der Regel halt immer als Regisseur, No Country for Old Men, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford, ganz großartiger, gefilmter Film, zumal. True Grit, Skyfall, Prisoners Unbroken, Sicario, Hail Caesar, Blade Runner. Kurzum, der Mann hat es absolut verdient, endlich mal seinen Oscar zu kriegen. Jeder Film, den der Typ macht, sieht halt super aus. Okay, von daher Darkest Hour,
keine Ahnung, wie der aussieht, hab nicht gesehen. Wird schon nett sein. Dunkirk, ja, gut inszeniert. Das kann Christopher Nolan ja, beziehungsweise sein, ich glaube inzwischen schon Haus und Hof Kameramann heute wann heute mal. Also der ist auch sehr gut. Aber Roger Deakins beziehungsweise Blade Runner in dem Fall gebe ich dann doch den Vorzug gegenüber Dunkirk. Mudbound nicht gesehen, Shape of Water, wunderschöner Film, toll gemacht, aber mit Roger Deakins kann es dann doch nicht mithalten. Kostümdesign. Schön und das Biest, habe ich nicht gesehen. Darkest Hour, habe ich nicht gesehen. Phantom Thread, Shape of Water, Victoria und Abdul, noch nie was davon gehört. Ich denke, das wird Phantom Thread, Seitenfaden. Das ist ein Film, wo es um Mode geht, beziehungsweise die Hauptrolle ist ein Modezar und im ganzen Film geht es darum, wie Kleidung hergestellt wird und wie das aussieht und was das inspiriert und so weiter. Würde mich doch stark wundern, wenn das nicht ausgezeichnet wird entsprechend. Um nochmal Daniel Day-Lewis hervorzuheben, ne? Der Typ bereitet sich auch richtig gut auf seine Rollen vor. Und ich glaube, auch hierfür hat er, glaube ich, diverse Zeit dafür aufgebracht, tatsächlich das Schneiderhandwerk zu erlernen. Passt aber auch ganz gut, weil der, glaube ich, wenn der gerade nicht schauspielert, hängt er in Italien in so einem eigenen Laden rum und macht da Schuhe. Achso, um nochmal darauf zu kommen, warum ich glaube, dass er auch den Oscar bekommen wird als bester Hauptdarsteller. Daniel Day-Lewis sagt schon seit Jahren, dass er aufhören würde gern mit Schauspielern. Und das hier ist offiziell nach seiner Aussage sein letzter Film. Also gute Chance, dass da nochmal ein Oscar zum Abschluss drin steckt. Directing. So, bester Regisseur. Dunkirk, Christopher Nolan, Get Out, Jordan Peele, Lady Bird, Greta Gerwig, Phantom Thread, Paul Thomas Anderson, Shape of Water, Guillermo del Toro. Dies ist hart. Christopher Nolan glaube ich nicht. Der ist als Regisseur zwar super beliebt bei Fans und so weiter, gilt aber vom Regisseurshandwerk jetzt nicht als so das Beste, was in Hollywood rumläuft. Also in Hollywood. John Peele, der hat gute Chancen, weil das sein Debütfilm ist und der dann gleich so eingeschlagen ist. Vor allen Dingen, weil der sonst Comedies gemacht hat und jetzt auf einmal einen der besten oder anerkanntesten und cleversten Antirassismus-Filme. Das hat schon Wellen geschlagen. Lady Bird, Greta Gerwig ist, glaube ich, auch ihr erster Film als Regisseurin. Ja, also, wir sind übrigens bei diesen Oscars auch sehr stark auf Diversity, wenn wir bei den besten Filmen, wenn wir nochmal drauf kommen. Wir haben hier einen schwarzen Regisseur mit Antidiskriminierungsfilm. Wir haben eine Regisseurin, was es ja leider selten genug gibt, mit einem sehr starken Film. Paul Thomas Anderson, glaube ich nicht. Ich finde Paul Thomas Anderson einen ganz tollen Regisseur, aber so beeindruckend originell war der seine Faden jetzt auch nicht. Tja, und Guillermo del Toro für Shape of Water. Mein Segen hat er, ist ein toller Regisseur, hat hier meiner Meinung nach neben Pans Labyrinth seinen besten Film bisher abgeliefert. Letztendlich entscheidet sich's also, wird die Academy wegen Newcomer und Edgy, oh, böses Wort, Get Out oder Lady Bird auszeichnen oder eher den inzwischen fast schon Altmeister, der hier einen rundum meiner Meinung nach gelungenen Film abgeliefert hat, Shape of Water. Schwierig, schwierig. Es könnte sein, dass Shape of Water den durchaus bekommt. Kann sein, dass Get Out und Lady Bird sich gegenseitig so ein bisschen die Stimmen teilen und sich dann bei Guillermo del Toro doch die meisten drauf einigen können. Zumal der Film auch ein bisschen Hollywood-Nostalgie mit sich trägt und das kommt immer ganz gut an bei der Academy. Also Shape of Water, meiner Meinung nach. So, bester Dokumentarfilm. Habe ich keinen von gesehen. Von daher kann ich nicht viel zu sagen. Ich tippe auf einfach des Namens wegen auf Last Man in Aleppo, weil das dann scheinbar
ein sehr aktuelles Kriegsthema ist. Das kommt immer gut an. Beste Kurzdokumentation habe ich auch nicht gesehen oder von gehört. Also gehe ich mit dem erstbesten Edith und Eddie. Edith und Eddie. Klingt nach was Persönlichem. Weiß der Geier. Filmediting. So, Schnitt ist. Jetzt wird's interessant. Baby Driver, Dunkirk, I, Tonya, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das wird sich entscheiden, meiner Meinung nach, zwischen Baby Driver und Dunkirk. Baby Driver, sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Film, der davon lebt, dass er halt sehr gut auf die Musik geschnitten ist, was dem Film unglaublich guten Flow gibt. Das kann Edgar Wright auch grundsätzlich, ne? Macher von Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, gegen den Rest der Welt, ne? Wie man hier da sieht. Oh Gott, dreidimensional. Da. Von daher ist der Film, gerade wegen des Schnitts, halt unglaublich unterhaltsam. Auf der anderen Seite könnten die Schnittprofis in Hollywood halt auch sagen, ja gut, auf Musik schneiden, das ist fast schon zu formelhaft einfach, das zu machen. Bei Dunkirk wiederum fällt vielleicht nicht sofort auf, wie clever der Schnitt ist, aber wenn ihr bei YouTube mal in der Richtung rumschaut, werdet ihr einige Video-Essays finden, die das ganz schön erklären. Der Film ist, wie viele Nolan-Filme, unglaublich clever gemacht, was den Aufbau angeht. So den Rhythmus bestimmter Szenen, wie das zusammenläuft. Und bei Dunkirk ist eben das Besondere, dass es die Story dreigeteilt ist zwischen Land, Luft und Wasser. Und die Längen der Szenen sind unterschiedlich getaktet. Ne? Was in der Luft passiert, ist im Grunde eine Handlung, die innerhalb einer Stunde stattfindet, was auf dem Wasser passiert innerhalb eines Tages und auf dem Land innerhalb einer Woche. Und das wird so clever zusammengeschnitten, dass das immer stärker aufeinander zuläuft, dass das gleichzeitig fertig wird, dass ein bisschen damit gespielt wird, mit den Erwartungen des Zuschauers, dass er denkt, bestimmte Sachen sind schon passiert, sind aber noch nicht passiert und so weiter und so fort. Man könnte vorwerfen, dass das recht kalkuliert alles ist, aber es ist und bleibt halt clever und gefällt mir sehr gut als Filmidee. Ja, also vielleicht eine technische Spielerei, aber sehr gut umgesetzt. Puh, schwierig. Ich glaube, dass die Schnittexperten, die sich auskennen, eher auf Dunkirk dann verweisen werden, als auf den flashy Baby Driver, der unglaublich unterhaltsam ist, aber halt erstmal auch nicht mehr als das. Dann lieber die Intelligenz, die im Schnitt von Dunkirk liegt. Foreign Language Film. Tja, keinen davon gesehen. Es waren ja alle ein bisschen überrascht, dass das aus dem Nichts, oder In the Fade, wie er im Englischen dann heißt, nicht nominiert wurde. Und Deutschland so bei dem besten fremdsprachigen Film gar nicht vorhanden ist. Von den Filmen, die da stehen, habe ich nur von The Square mal was gehört. Von daher gehe ich mit The Square. Make-up and Hairstyling. Wanda nie gesehen. Victoria and Abdul nie gesehen und auch nie gehört. Also sage ich Darkest Hour. Historienfilm, wo der Hauptdarsteller stark maskiert ist, sodass man Gary Oldman in der Rolle des Winston Churchill eigentlich so gut wie nicht erkennt. Von daher gute Chancen. Mein Pick. Beste Originalmusik. Dunkirk, Hans Zimmer, ne? Wie immer bei Nolan. Phantom Thread, Johnny Greenwood von Radiohead. Der, glaube ich, jetzt seit There Will Be Blood mit Paul Thomas Anderson zusammenarbeitet. Shape of Water, Star Wars The Last Jedi. Warum? Nur weil es John Williams ist? Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, erinnere ich mich null an die Musik. So toll ich den Film fand, aber an die Musik erinnere ich mich nicht. Ich denke, das wird entweder Johnny Greenwood oder Hans Zimmer. Ich hoffe nicht Hans Zimmer. Der macht zwar
interessante, auch technische Spielereien, dass sich immer weiter Druck aufbaut. Ne? Einige kennen das vielleicht noch aus The Dark Knight. Ist mir aber insgesamt, ich finde, Hans Zimmer macht immer das Gleiche bei seinen Soundtracks. Das sind immer langanhaltende Töne und eher so eine Art grundsätzliche Atmosphäre, bin ich kein Fan von. Da gehe ich eher mit Johnny Greenwood. Der hat schon großartige Musik bei Zero Blood gemacht. Der ist eine Bereicherung für jeden Film, weil er eben sehr alternative Musik macht, die man normalerweise in einem Film nicht erwarten würde, der es ungewöhnlich einsetzt. Er hat in seinen Faden sehr viel unterschiedliche Stile mit drin, verschiedene klassische Stücke variiert, macht die Szenen ungleich interessanter, weit ab von jedem Klischee. Also seine Faden sag ich und sagt auch die Academy, behaupte ich mal. Bester Originalsong, weiß der Geier, von den Filmen habe ich nur Call Me By Your Name gesehen, Mystery of Love. In dem Film gibt es gar nicht so viele Songs, die vorkommen, nur an zwei oder drei Stellen überhaupt. Jedenfalls die prominente im Soundtrack vorkommen. Von daher gehe ich mit Mystery of Love. Keine Ahnung, wie die anderen sich da schlagen. So, wichtigste Kategorie, Best Picture, der beste Film. Tja, also von den 10 Filmen, sind es überhaupt 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay. Habe ich 7 gesehen. Ich habe nicht gesehen Darkest Hour und ich habe nicht gesehen The Post. Beides so klassische Historienfilme, mehr oder weniger. Gut, The Post nicht ganz so weit in der Vergangenheit, aber von Spielberg sicherlich gut umgesetzt. Aber da war ich mir jetzt nicht sicher, was man da kriegt und sah ich jetzt nicht als notwendig an, mir die noch drauf zu bringen. Schwierig. Darkest Hour glaube ich nicht. Nicht genügend Bass zugehört, außer dass Gary Oldman halt gut ist. Dunkirk glaube ich nicht. Dafür ist Christopher Nolan ein bisschen zu verschmäht in Hollywood-Kreisen und Dunkirk ist jetzt auch nicht der originellste, interessanteste Film, den er je gemacht hat. Ne? Da hätte ich damals bei Inception noch eher erwartet, dass da was kommt. Get Out, toller Film, ist mir aber eine Spur zu klein, zu sehr auf interessanten Plot-Thriller-mäßig so geeicht, bisschen genremäßig. Also die dann ist es die Botschaft, die den Film gewinnen lässt. Aber ansonsten eigentlich eher kein klassischer Oscar-Film. Lady Bird, tja, das ist, als wenn Juno damals als bester Film gewonnen hätte. Kann natürlich total überraschend kommen. Die Greta Gerwig scheint total beliebt zu sein in Hollywood. Fände ich aber eher, wenn der gewinnt. Der ist genauso wie, wie Call Me By Your Name. Ist das ein schönes, realistisch anmutendes Porträt von Jugend. Hat aber keinen sehr starken Plot. Also das ist eher eine Ansammlung von so Situationen, die man dann nachvollziehen kann, wenn man an seine eigene Jugend denkt oder wenn man selbst noch jung ist. Kann aber auch total verstehen, wenn man die Filme langweilig findet und überlegt, wann ist denn endlich vorbei. Bei Call Me By Your Name habe ich tatsächlich nach der Hälfte der Zeit auf die Uhr geguckt, weil ich wissen wollte, wann es mal vorbei ist und war die Hälfte. Der hat dann gegen Ende noch ein bisschen angezogen, aber naja. Seine Faden kann sein, ist aber auch ein sehr spezielles Thema, eine Period Piece, Anfang 20. Jahrhundert oder so, 20er, 30er Jahre vielleicht sogar. Mode, eine Beziehung, ja, geht so. Post, wie gesagt, nur so zwischengeschoben, glaube ich nicht. Das wird, glaube ich, wenn es nicht einer von den Indie-Filmen wird, The Shape of Water oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Vielleicht die richtige Gelegenheit, mal über die beiden Filme zu reden. Shape of Water, ich bin sehr großer Fan. Da geht es um eine stumme Putzfrau, gespielt von Sally Hawkins. Der Film spielt so in den 40ern. Es wird, glaube ich, nicht genau gesagt, aber es ist so um den Dreh rum. Die halt in einem Regierungslabor arbeitet, wo eines Tages ein Fischwesen
hingebracht wird, sozusagen in Gefangenschaft. So klassisch filmmäßig so das Ding aus dem Sumpf. Wer die Hellboy-Filme kennt, Abe Sapien ist so ein bisschen, könnte man sagen, das hier ist so ein bisschen das Prequel davon. Während die Regierungstruppen halt fies zu dem vermeintlichen Monster sind, verliebt sie sich in das Wesen und überlegt sich, wie sie ihn da rausholen kann. Unglaublich berührende Geschichte. Ich finde den Film, der sieht klasse aus, der hat tolle Darsteller. Jeder Charakter wird schön gezeichnet, hat so seine eigene Story-Arc, ist nachvollziehbar gehalten, sehr emotional, ganz tolle Regie, wie da Musik und Video zusammenarbeiten. Meiner Meinung nach der beste Film. Wenn der nicht gewinnen sollte, dann, weil er zu sehr Fantasy ist, das stößt ja manchmal und gerade bei den Oscars ein bisschen auf. Die mögen dann lieber so romantisierende, realistische Stoffe. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri könnte ich aber auch mit leben, wenn der gewinnt. Dabei geht es um eine Frau, gespielt von Frances McDormand, die ihre Tochter verloren hat, wurde vergewaltigt und umgebracht. Und ihrer Meinung nach tut die Polizei nicht genug in dem kleinen Städtchen Ebbing, um das Verbrechen aufzuklären. Deswegen mietet sie drei Plakatwände, ja, Billboards, und klagt da die Polizei an, dass sie nichts macht. Und das sorgt für jede Menge Konflikt in dem Dorf und im kleinen Städtchen. Und das ist sehr interessant erzählt. Überhaupt nicht vorhersehbar. Charaktere, die man erst für Arschlöcher hält, werden am Ende sozusagen richtige Lieblinge. Wir haben interessante Nebenrollen, wie gesagt, ne, die stark besetzt sind. Peter Dinklage spielt auch eine kleine Rolle. Großartiger Film, wo man mal lacht, mal weint und das im schnellen Wechsel. Wer Brügge sehen und sterben kennt, der weiß schon, was ich damit meine, mit diesem Genre-Mix, den Kevin McDonagh irgendwie gut drauf hat. Also meiner Meinung nach, und ich hoffe auch, dass die Academy das so wertschätzt, wird The Shape of Water, der übrigens 13 Nominierungen hat, das Ding nach Hause holen. Übrigens noch für The Shape of Water, um das mal anzumerken. Wenn ihr den Film gesehen habt, und auch wenn nicht, sage ich trotzdem, der hat nur 19 Millionen Dollar gekostet und der sieht fantastisch aus. Ne? Also der sieht locker aus, als wenn der das 5- bis 10-fache gekostet hat. Hat jetzt nicht viele Sets, aber die sind halt unglaublich gut in Szene gesetzt. Kommen wir gleich noch zu bei weiteren Kategorien. Production Design. Und zwar jetzt. Beauty and the Beast, ja, Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk, Shape of Water. Tja, entweder würde ich sagen Blade Runner 2049 oder The Shape of Water. Bei Dunkirk, was ist das schon für ein Set-Design, ne? Das ist halt hauptsächlich Meer und ein bisschen Ausrüstungsgegenstände, die da rumstehen. Darkest Hour kann ich nicht beurteilen. Beauty and the Beast würde sich anbieten, aber das ist jetzt so ein Entertainment-Film, so Disney-like, glaube ich nicht, dass der hier so künstlerisch großartig ausgezeichnet werden wird. Blade Runner 2049 als Science-Fiction-Film, wie gesagt, fantastisch gefilmt. Die Sets sehen auch sehr cool aus. Das ist schon sehr interessante Ideen, wie das so umgesetzt wurde, gerade in der Herausforderung. Also, der Originalfilm ist ja aus den 80ern. Und wie die sich damals die Zukunft vorgestellt haben, so sieht der Original Blade Runner aus. Und wenn man jetzt so viele Jahre später ein Sequel macht, ist das eine ganz heikle Art, wie man das aussehen lässt. Ne? Lässt man die Zukunft dann aussehen, wie wir sie uns heute eher so vorstellen? Versucht man diesen 80er Sci-Fi-Stil nachzuempfinden? Oder schafft man da einen sehr guten Spagat? Was meiner Meinung nach dieser Film schafft. The Shape of Water, ich habe es
mir ja schon tausendmal gesagt, sieht fantastisch aus, schafft es sehr gut, diese 40er-Jahre-Atmosphäre überall mit einzubauen. Ich gönne es Shape of Water, ich glaube aber, dass Blade Runner 2049 wegen dem eben angesprochenen Faktor gewinnen wird. Jo. Short Film Animated. Nichts von gehört, nichts gesehen. Ich sag Negative Space, weil das klingt vom Namen her, als wenn das eine interessante, originelle Idee hat, wie man visuell mit sowas umgehen kann. Shortfilm Live Action, auch keinen gesehen. Da muss ich jetzt den Patrioten raushängen lassen und Watu Wote, All of Us auszeichnen oder davon ausgehen, dass er ausgezeichnet wird, in der Hoffnung, dass Deutschland einen Oscar nach Hause holt. Denn auch wenn der Film in, ich glaube, Nigeria spielt und einen englischen Titel hat, beziehungsweise einen afrikanischen Titel, ist das von deutschen Filmemachern gemacht. Und handelt von einer realen Gegebenheit, wo sich Muslime schützend vor Christen gestellt haben. Ich glaube, so rum war es. Als die bedroht wurden von irgendwelchen Spackos. So, Sound Editing und Sound Mixing. Jedes Jahr das gleiche Thema. Was ist der Unterschied? Sound Editing ist im Grunde die Leute, die sich die Sounds ausdenken. Ne? Also die überlegen, okay, was schneiden wir vor Ort mit von den Geräuschen? Wie kreieren wir neue Geräusche? Also welche Geräusche sollen überhaupt letztendlich im Film landen? Wie soll das klingen? Und Sound Mixing sind die Leute, die mit den vorhandenen Sound dann quasi mit den Lautstärkereglern und vielleicht noch Filtern daran arbeiten, dass es sich bestmöglich anhört und die Story am besten transportiert. Und das sind bei einigen Filmen dann schon mal bis zu 200 oder sogar 2000 gleichzeitigen Soundspuren, die da abgemischt werden müssen. Sound Editing, Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkirk, Shape of Water, Star Wars, The Last Jedi. Bei diesen technischen Kategorien ist es natürlich immer schwierig, wenn man selber nicht so stark drin steckt. Schwer zu sagen. Ich habe jetzt auch nicht gezielt darauf geachtet. Ich tippe mal auf Blade Runner 2049, einfach weil so Zukunftsgeräusche müssen überhaupt erstmal geschaffen werden und gut miteinander verwoben werden. Baby Driver hat natürlich viele Action-Szenen, die, wo man sich überlegen muss, wie kombiniert man das mit der Musik am besten. Könnte im Grunde jeder von den fünf gewinnen. Da ich keine Ahnung habe, gehen wir mal schnell weiter. Ich tippe, wie gesagt, auf Blade Runner, einfach weil ich nicht besser weiß. Soundmixing, wo wurde am besten mit den Lautstärken gespielt? Das ist natürlich vereinfacht ausgedrückt. Ich nehme an, Soundmixer mal noch ein bisschen mehr. Damit der Klang das am rundesten ist, schwer zu sagen. Da gebe ich jetzt Baby Driver einfach mal wegen Musik und Sound und das irgendwie zusammenbringen, dass das das perfekte Feeling in Verbindung mit den Verfolgungsjagden gibt. Visual Effects. Blade Runner, Guardians of the Galaxy Volume 2, Kong, Skull Island, Star Wars, The Last Jedi, War of the Planet of the Apes. Das wird entweder Blade Runner 2049 oder War of the Planet of the Apes. Star Wars ist. Der sieht sehr schick aus. Man könnte sogar darüber streiten, ob The Last Jedi nicht sogar der schickste von den Optik her Star Wars-Film bisher ist. Aber das ist zu sehr das, was man auch erwartet von einem Star Wars-Film. Das ist nicht überraschend, dass das alles ordentlich aussieht. Kong Skull Island, ich glaube, da finden zu viele Leute den Film nicht gut, als dass der da eine Chance hätte. Guardians of the Galaxy, Komödien, da würde man jetzt auch nicht als erstes an die Spezialeffekte denken. Da ist man eher abgeturnt, dass am Ende so ein großes CGI-Gewitter ist. Also entweder War of the Planet of the Apes, wegen den, wie ich gehört habe, hervorragend inszenierten Affengesichtern. Das kennt man ja schon aus den beiden Vorgängern, die fand ich da auch fantastisch. Oder Blade Runner, wofür ich tendieren würde, einfach wie vorhin schon angesprochen, weil die so viel mit realen Modellen gearbeitet haben und deswegen das super gut aussieht, was man da zu sehen bekommt. Bestes adaptiertes Drehbuch, Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly's Game, Mudbound.
Mudbone und Molly's Game habe ich beide nicht gesehen. Logan finde ich einen fantastischen Film, glaube aber nicht, dass die große Leistung jetzt darin bestand, aus dem Comic oder der Graphic Novel das jetzt in einen Film umzusetzen. Ne? Ein Medium, was ja sowieso schon sehr visuell ist und auf bestimmte Shots und Einstellungen geprägt ist. Das könnte tatsächlich Call Me By Your Name werden. The Disaster Artist übrigens, nee, der Film fand ich jetzt das Drehbuch nicht besonders stark. Es ist lustig, wenn man The Room gesehen hat, und das wird auch tatsächlich sehr gut nachempfunden, aber mehr als ein großer Spaß ist das Ganze nicht. Call Me By Your Name, wie ich vorhin schon gesagt habe, relativ wenig Plot, lebt komplett von den einzelnen Szenen und Stimmungen und dem Spiel der Hauptdarsteller. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das zwar ein Buch ist, was sehr schön die innere Gedankenwelt der Protagonisten so darstellen kann und Stimmung, was aber super schwer ist, das vernünftig visuell umzusetzen. Deswegen würde ich sagen, bestes adaptiertes Drehbuch an Call Me By Your Name. Writing Original Screenplay. Das ist übrigens auch die letzte Kategorie. The Big Sick. Noch nie was von gehört. Get Out, Lady Bird, Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Shape of Water, so toll ich den Film finde, ich glaube nicht, dass der fürs Drehbuch den Oscar kriegt, weil dafür die Handlung im Endeffekt ein bisschen zu sehr plotorientiert, Hollywood-like ist. Es ist großartig inszeniert und gemacht und wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahre, aber bis das Drehbuch, glaube ich, kriege ich das nicht. Ja, Lady Bird, wie gesagt, kein Plot, einzelne Szenen, scheinbar manchmal wahllos aneinander gepackt. Also auch da, erste Hälfte des Films, habe ich mich gefragt, warum gucke ich mir das eigentlich an? Wozu dient das hier, was ich hier sehe? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich später im Film, auch wenn ich dann den Film dann besser fand, das Gefühl hatte, dass das alles seinen Grund hatte. Get Out ist eher gut inszeniert. Wie gesagt, beste Regie, ganz ist gut möglich. Aber ich glaube, das geht an Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Eben weil die Geschichte sich in Richtung entwickelt, die man eher nicht erwarten würde. Weil die Dialoge sehr, sehr schön sind. Es gibt da viele, viele Wendungen. Und es ist nach Shape of Water mein zweitliebster Oscar-Film in diesem Jahr. Von daher sage ich, Three Billboards wird das beste Original Screenplay bekommen. Ja, damit sind wir durch die Oscar-Nominierung. Wenn ihr andere Tipps habt oder andere Meinungen zu dem Film, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt geht. Boah, schon fast 50 Minuten. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ihr heute Nacht mit dabei seid, die Oscars zu schauen. Und vielleicht unter dem Hashtag Moscars. Hashtag Moscars. Ebenfalls eure Meinung zu schreiben. Ich werde fleißig die ganze Veranstaltung kommentieren, alles Mögliche, was mir so in den Sinn kommt. Und rede halt natürlich vor allem gerne mit euch, falls ihr so lange wach bleiben wollt. Ansonsten haben wir es, glaube ich. Also es wird hart. Stellt euch Kaffee bereit, stellt euch Cola bereit oder was euer liebstes Getränk ist, wenn ihr morgen arbeiten müsst, mein Beileid, aber hey, man muss Opfer bringen und Prioritäten setzen. Freut mich, wenn ihr so lange dran geblieben seid, nur um euch meine komische Meinung zu verschiedenen Filmen anzuhören und ja, ich bin gespannt, wie gut das ankommt. Ich freue mich auf ordentliche Oscars, wieder von Jimmy Kimmel moderiert. Naja, der ist ein bisschen handzahm für meinen Geschmack, aber der hat das letztes Jahr ganz ordentlich gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Oscar-Nacht.